Oh, kurze Geduld, denn ich werde hier gleich links einfügen. Ich rede jetzt ganz einfach dafür, dass ihr dann hier oben links seht, für die ganz Eiligen und für die, die ein bisschen Geduld haben, erscheinen dann die entsprechenden Links dazu, zu diesem Thema Sinus, Cosinus, Tangens, Cotangens und so weiter. Das ist total einfach, weil es auch total logisch ist. Diese ganze Geschichte wird dann noch um Funktionen und so weiter erweitert werden, aber im Moment geht es nicht anders. Erstmal schnell die Berechnung, die man im täglichen Leben braucht. Wenn man zum Beispiel seinen Meister macht, wenn man, ach was weiß ich, Lehrling ist oder wenn man ganz einfach in Mathe in der 10. gut durchsehen will. Also hier oben die Links wie immer und zum Schluss jetzt kommen, müssten sie schon gekommen sein, die Links, um in Ruhe die Themen auszuwählen.